Bestimmt kennt ihr folgende Situation: Ihr seid bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer günstigen Einsteigerkamera unterwegs und fotografiert Personen so, dass man die Augen sieht. Nur auf den Fotos sieht man, dass die Augen der Personen manchmal rot sind. Das ist der sogenannte rote Augeneffekt. Wie der entsteht, was man dagegen tun kann und wer von diesem roten Augeneffekt ausgenommen ist, das schauen wir uns im heutigen Video an. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos zu steigern. Dieser Effekt entsteht eher bei günstigen Einsteigerkameras, weil die meistens einen Blitz im Body integriert haben, der sehr nah an der optischen Achse des Objektivs platziert ist. Das bedeutet, das Blitzlicht leuchtet in das Auge rein, bringt die rot durchblutete Netzhaut zum Leuchten und das rote Licht reflektiert dann direkt in das Objektiv rein, sodass wir halt auf den Fotos rote Augen von den abgebildeten Personen sehen. Dieser Effekt tritt bei Tieren genauso wie beim Menschen auf, weil die Augen von Tieren sind ja ähnlich aufgebaut wie unsere Augen. Die haben eine Pupille, durch die das Licht durchkommt und dahinter eine Netzhaut. Und dieser Effekt wird auch noch verstärkt, wenn wir bei schlechten Lichtverhältnissen fotografieren. Warum? Weil bei schlechten Lichtverhältnissen öffnet sich die Pupille der menschlichen Augen, damit halt mehr Licht durch kann, damit wir natürlich mehr sehen. Und das ist auch gleichzeitig ein Nachteil, wenn wir dann mit Blitzlicht reinleuchten, dann sehen wir natürlich viel mehr von der Netzhaut im Auge. Es gibt ein paar Punkte, die euch dabei helfen, den rote Augeneffekt zu verhindern. Zum Beispiel, indem ihr ohne Blitz fotografiert. Da ist halt wichtig, dass ihr eine bessere Kamera habt, die auch bei höheren ISO-Einstellungen eine gute Bildqualität bietet. Oder dass ihr zum Beispiel auch höherwertigere Objektive nutzt, die lichtstärker sind, wo einfach mehr Licht durchkommt und die Qualität des Bildes auch bei schlechteren Lichtverhältnissen einfach besser ist. Oder ihr könntet zum Beispiel auch einen externen Aufsteckblitz benutzen, weil aufgrund der großen Bauweise eines Aufsteckblitzes ist das Blitzlicht weit genug von der optischen Achse entfernt, um nicht die Netzhaut aufzuleuchten. Ihr könnt zum Beispiel auch entfesselt blitzen. Das bedeutet, der Blitz ist flexibel an der Kamera oder gar nicht an der Kamera montiert und ihr könnt den überall hinstellen, wo ihr wollt. Das verhindert auch den roten Augeneffekt. Selbst mit einer hochwertigen Kamera und einem Aufsteckblitz ist es aber möglich, den roten Augeneffekt zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn ihr mit 200 mm Brennweite fotografiert. Je höher die Brennweite ist, desto flacher ist der Eintrittswinkel vom Blitzlicht in das Auge. Weil bei 35 mm zum Beispiel seid ihr viel näher an dem Motiv dran, wodurch das Blitzlicht automatisch einen viel steileren Eintrittswinkel hat und auch nicht zur Netzhaut kommt, wodurch halt nicht der rote Augeneffekt entsteht. Wenn ihr zum Beispiel keinen Aufsteckblitz habt oder den eingebauten Blitz trotzdem benutzen wollt, dann könntet ihr, sofern die Kamera das anbietet, den Vorblitz aktivieren. Ein Vorblitz ist einfach nur ein Blitz, der vor dem eigentlichen Foto gezündet wird. Das heißt, manchmal ist das ein Blitz, manchmal sind das mehrere Blitze hintereinander. Aber wichtig ist, dass dieser Vorblitz die Pupille von den fotografierten Personen leicht schließt, weil das Blitzlicht ist sehr hell, dadurch schließt sich die Pupille und wenn ihr dann das eigentliche Foto aufnehmt, dann kommt halt weniger Licht durch das Auge zur Netzhaut und dadurch ist der rote Augeneffekt nicht so stark vorhanden. Oder wenn ihr die Fotos mit den roten Augen jetzt schon aufgenommen habt oder alte Fotos von früher habt, wo man rote Augen sieht, dann könnt ihr das natürlich auch nachbearbeiten. In den meisten Bildbearbeitungsprogrammen gibt es eine Art rote Augen-Effekt-Filter. Da klickt man einfach drauf und das Programm entfernt automatisch die roten Augen. Wenn ihr Fotos mit dem Smartphone macht, dann habt ihr ganz genau die gleiche Situation. Ihr habt eine Lichtquelle, die sehr nah an der optischen Achse des Objektivs sitzt und euch die Netzhaut zum Leuchten bringt. Bei Smartphones habt ihr teilweise auch die Möglichkeit, direkt auf ein Augensymbol zu klicken, damit dieser rote Augeneffekt vom Smartphone automatisch reduziert bzw. entfernt wird. Und wenn das Smartphone diese Funktion nicht anbietet, dann könnt ihr euch da genauso eine App runterladen, damit ihr die Bilder nachträglich am Handy noch bearbeiten könnt. Albinos haben keine roten Augen, Albinos haben genauso eine Augenfarbe wie jeder andere Mensch auch. Nur aufgrund der Pigmentstörung haben die Albinos weniger Pigmente in den Augen, wodurch schon wenig Licht ausreicht, um die Netzhaut aufzuleuchten.
Oftmals reicht auch schon das Tageslicht, sodass wir halt beim normalen Gespräch mit Albino-Personen rote Augen wahrnehmen. Und wenn wir dann auch noch Fotos von Albinos machen, dann tritt dieser rote Augeneffekt natürlich viel stärker auf, weil die Augen weniger Pigmente haben und natürlich viel mehr von der Netzhaut zu sehen ist. Es gibt auch Personen, die vom roten Augeneffekt ausgenommen sind. Und zwar sind das jene Personen, die den grauen Star haben. Weil durch den grauen Star wird die Linse im Auge getrübt, sodass halt weniger bis gar kein Licht mehr ins Auge rein kann und natürlich kein Licht vorhanden ist, das die Netzhaut zum Leuchten bringt. Wie vorhin schon kurz erwähnt, entsteht der rote Augeneffekt dann, wenn die Lichtquelle sehr nah am Objektiv sitzt. Und bei der Irisfotografie sind wir ja schon sehr nah an dem Motiv dran. Das heißt, die Lichtquelle ist automatisch weit genug weg, um die Netzhaut nicht aufzuleuchten. Sofern das Blitzlicht von Kontaktlinsen oder dem Glas einer Brille nicht extrem umgelenkt oder gestreut wird, sind Brillenträger und Nutzer von Kontaktlinsen genauso vom roten Augeneffekt betroffen wie jeder andere. In der Endcard verlinke ich euch noch ein Video zum Thema Licht verstehen und wie man es in der Fotografie richtig einsetzt, weil es halt extrem wichtig ist, dass wir wissen, wie sich Licht verhält, damit wir das für unsere Zwecke nutzen können. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!